Ja, ich darf Sie wieder herzlich begrüßen zu unserer wöchentlichen ökumenischen Andacht hier im ökumenischen Nagelkreuzzentrum auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau. Wir sind hier wie immer in der evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers. Eine kleine christliche Andacht, ökumenisch wie gesagt. Alle sind eingeladen, sich einzuklinken und mitzuwirken. Heute möchte ich erinnern an Hans Adelhoch. Hans Adelhoch war geboren am 29. Januar 1884 in Straubing. Er war Stadtrat in Augsburg sowie von Januar bis März 1933 auch Reichstagsabgeordneter. Als 17-Jähriger hat sich Hans Adelhoch 1901 dem Christlichen Holzarbeiterverband angeschlossen. Er hat eine Schreinerlehre absolviert und ist dann durch Europa gewandert und ist dann auch Mitglied geworden in der christlichen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. Seit 1908 auch hat er Kurse beim Volksverein für das katholische Deutschland mit teilgenommen. Und seit 1910 hat er gearbeitet als Sekretär der katholischen Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine, KAB, in der Diözese Augsburg. Nach seiner Kriegsteilnahme im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 18 war Adelhoch seit 1919 Leiter des katholischen Volksbüros und des Arbeitersekretariats in Augsburg. Daneben übte er umfangreiche Tätigkeiten in der Sozialversicherung und im katholischen Vereinswesen aus. 1925 wird er sogar Vizepräsident des Stuttgarter Katholikentages. Von der Zeit stammt auch das Foto, das wir hier sehen. Hans Adelhoch hatte sich dem vom Zentrum abgetrennten Landesverband der Partei, der Bayerischen Volkspartei, angeschlossen und gehörte dem Augsburger Stadtrat an von 1925 bis 1933. Als Nachrücker für den Abgeordneten Martin Leubl war er, wie schon erwähnt, vom 27. Januar 1933 bis zur Märzwahl Mitglied im Reichstag. Weil Hans Adelhoch stets Stellung gegen die Nationalsozialisten bezogen hat, hat ihn die Gestapo erstmals im Juni 1933 schon verhaftet. Der engagierte Katholik war vom 26. Juni bis zum 5. Juli 1933 in Augsburg in sogenannter Schutzhaft. Auch in den Folgejahren wird er wiederholt inhaftiert und misshandelt. 1934, nochmals für einen Monat verhaftet, war Adelhoch vom Mai bis Oktober 1935 Häftling im Konzentrationslager Dachau. Danach arbeitete er erneut als Arbeitersekretär in Augsburg. Ab 1940 befand sich Adelhoch im Kriegshilfsdienst bei der Technischen Nothilfe im französischen Brest. Im Zusammenhang mit dem Hitler-Attentat vom Juli 1944 wurde er in der sogenannten Aktion Gewitter erneut verhaftet und vom 21. September 1944 bis April 1945 wieder hier im KZ Dachau gefangen gehalten. Den außerordentlichen Belastungen des Todesmarsches in den letzten Tagen vor der Befreiung ist am Ende April 1945 der schwer erkrankte Adelhoch nicht mehr gewachsen gewesen. Obwohl er die Befreiung des Häftlingszuges durch amerikanische Truppen in Bad Tölz noch erleben kann, stirbt Adelhoch am 21. Mai 1945 in einem Lazarett an den Folgen der Haft. Noch am 6. März 1905, relativ jung, hat er geheiratet in München, seine Frau Anna, eine geborene Kurz. Sie waren 1910 nach Weilheim gezogen und dann von dort aus 1919 nach dem Ersten Weltkrieg nach Augsburg. Seine Frau war dort die Verantwortliche für den Arbeiterinnenverein. Sie unterstützte ihren Mann und hielt während seiner Inhaftierung Kontakte zu den Freunden im Widerstand. Das Grab von Hans Adelhoch konnte nach
dem Krieg erst nach wochenlanger Suche auf dem Münchner Nordfriedhof gefunden worden würden. Hans und Ada Adelhoch hatten eine Tochter adoptiert. Zu seinem Gedenken entzünde ich eine Kerze. Das ewige Licht leuchte ihm. Herr, schenke ihm ewige Freude bei dir. Auch in den leidvollsten Zeiten unseres Lebens wird Gott uns nicht verlassen. Er will uns aufrichten und trösten. Das haben auch die Christen im englischen Coventry nach dem verheerenden deutschen Luftangriff auf ihre Stadt im November 1940 erfahren. Nach der Zerstörung der Kathedrale ließ der dortige Dompropst nicht die Worte »Vater, vergib ihnen«, sondern bewusst nur »Vater, vergib« in die Chorwand der Ruine meißeln. Und diese Worte bestimmen das Versöhnungsgebet von Coventry bis auf den heutigen Tag. Es wird an jedem Freitagmittag in der Ruine der Kathedrale und in mehr als 200 Nagelkreuzzentren in aller Welt gesprochen. Das ursprüngliche Nagelkreuz wurde zusammengefügt aus den Balken, aus den Nägeln, die die Balken des Deckengewölbes der Kirche zusammengehalten hatten. Und so ist aus den Überresten der Zerstörung ein Symbol geschaffen worden, das den Geist der Vergebung und des Neuanfangs ausdrücken soll. Eine Nachbildung dieses Nagelkreuzes von Coventry steht heute als Zeichen der Versöhnung eben hier in Dachau, aber auch an den vielen anderen Orten in der Welt. Und unter diesem Kreuz stellen sich Menschen der Aufgabe, Wunden der Geschichte zu heilen und nach neuen Wegen für eine gemeinsame Zukunft zu suchen. Und so lade ich Sie ein, zu Hause, wenn ich die Litanei hier vorspreche, jeweils das Vater vergib mitzusprechen. Zu Beginn hören wir einen Vers aus dem dritten Kapitel des Römerbriefes. Da heißt es, alle haben gesündigt und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Den Hass, der Nation von Nation trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse. Vater, vergib. Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr eigen ist. Vater, vergib. Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet. Vater, vergib. Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der anderen. Vater, vergib. Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge. Vater, vergib. Die Gier, die uns verleitet, Kinder, Frauen und Männer an Leib und Seele zu entwürdigen. Vater, vergib. Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott. Vater, vergib. Mit dem Epheserbrief lassen wir uns sagen, seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. So wollen wir beten. Ewiger Vater, in Christus bist du zu uns gekommen, um die Welt mit dir zu versöhnen. Durch ihn hast du uns den Dienst der Versöhnung anvertraut. Stärke alle, die sich dafür einsetzen, Konflikte zu lösen und Schmerz zu heilen. Segne alle in der weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft, die, inspiriert von diesem Zeichen der Hoffnung, Zeugnis geben von der Gnade und Wahrheit deines gekreuzigten und auferstandenen Sohnes, unseres Erlösers, Jesus Christus. Amen. Und so beten wir, wie es Jesus seine Jünger gelehrt hat und alle gelehrt hat, die in seine Nachfolge treten wollen und die sich inspirieren lassen wollen von seinem Vertrauen in den himmlischen Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir um den Segen für uns und die, die uns nahestehen, für die, mit denen wir in guter Verbindung sind, aber auch für die, mit denen wir vielleicht einen Konflikt auszutragen haben, mit denen uns es schwerfällt, uns zu beschäftigen, aber eben für uns und für alle Menschen, damit diese Welt eine andere Welt werden kann. So segne uns der Herr und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und schenke uns Frieden. Amen. Ich danke Ihnen wiederum, dass Sie sich eingeklinkt haben in unser wöchentliches Gebet unter dem Nagelkreuz von Coventry und wünsche Ihnen noch einen guten Freitagnachmittag oder wann auch immer Sie dieses Video sich ansehen können. Gute Tage, gute Zeit und dass wir uns inspirieren und tragen lassen von Gedanken des Friedens in dieser Zeit. Alles Gute und eine gute Woche.